Bei den Allianz Kundler German Juniors hat sich die Spreu vom Weizen getrennt. Nur die besten 4 Juniorinnen und Junioren ermittelten im Steffi-Graf-Stadion auf Court B die Finalisten des morgigen Tages. Im ersten Einzel-Halbfinale zwischen dem Top-Favoriten Facundo Diaz Acosta aus Argentinien und dem an Nummer 7 gesetzten Russen Savirian Danilov legte der Russe los wie die Feuerwehr, die einen Brand löschen muss. Doch dann besann sich Acosta auf sein Können. Er punktete mit schnellen, harten Grundschlägen und seinen exzellenten, oft schwer zu retournierenden Aufschlägen. Mit gutem Winkelspiel jagte er seinen Kontrahenten kreuz und quer über den Platz. Damit entnervte er den Russen, der Wut entbrannt, seinen Schläger in den roten Sand des Center Courts rammte. 6-1 für den Argentinier, der nun im Finale steht. Dort trifft er auf den ebenfalls spielstarken Italiener Lorenzo Musetti. Der machte mit seinem rumänischen Gegner Philipp Cristianianu kurzen Prozess, breakte ihn in Satz 1 zweimal, 6-2. Dann verletzte sich der Rumäne, musste beim folgenden 3-1 leider aufgeben. Im zweiten Halbfinale schien Favoritin Margarita Bilukin aus der Ukraine sicher auf dem Weg ins Finale. Ihre Gegnerin Selma Stefanie Kada aus Rumänien spielte zu kurze Topspin-Bälle, die sichere Punktbeute von Bilukin wurden. Sie holte sich Satz 1 mit 6-2. Doch Kada ist eine Kämpferin. In Durchgang 2 spielte sie geradliniger und druckvoller. Der Lohn: Satzgewinn mit 6-4. Bilukin wirkte verunsichert, ihre Fehlerquote stieg. Kada warf sie mit dem klaren 6-1 in Satz 3 aus dem Turnier. Eine Favoritin war gescheitert. Im Steffi-Graf-Stadion wollte auch die US-Amerikanerin Elisabeth Mantlik, Tochter der Tennis-Ikone Hanna Mantlikova, die in ihrer großen Karriere 4 Grand-Slam-Turniere gewann, ihre Siegesserie fortsetzen. Doch sie fand schwer ins Match gegen die Russin Oksana Selekmeteva, eine Spielerin, die sich von Match zu Match im Turnier gesteigert hatte. Sollte es im Semifinale die Fortsetzung geben? Mantliks Spiel war sehr unruhig. Sie machte viele, zu viele vermeidbare Fehler. Sie verlor Satz 1 klar mit 2-6. In Durchgang 2 war Mantlik wie verwandelt. Mit präzisen Longline-Bällen, gutem Winkelspiel und auch mal einen gelungenen Volley erspielte sie sich eine 5-2-Führung. Doch wie gewonnen war sie wieder zerronnen. Selekmeteva breakte ihre Kontrahentin, schaffte den 6-6-Ausgleich, Tiebreak. Den gewann die Russin 7-5, damit Satz 2, 7-6, Finale. Das Spiel morgen ist mein erstes großes Finale. Ich werde versuchen, mein bestes Tennis zu spielen. Ich habe heute gewonnen, weil ich mehr aufs Spiel fokussiert war. Zusätzlich war sie nervöser. Das ist, was mir am Ende geholfen hat, denke ich. In den beiden Doppelkonkurrenzen wurden schon die Finals gespielt. Die argentinisch-brasilianischen Mitfavoriten Facundo Diaz Acosta und Igor Giménez begeisterten mit tollen Volleys, Diagonalbällen gegen die polnisch-bulgarische Paarung Anthony Ivanov und Michael Mikula. Bestes Doppeltennis, das die Zuschauer mit viel Beifall bedachten. Acosta Giménez siegten verdient 6-4, 6-1. Für die entgangene Finalteilnahme im Einzel belohnte sich die Ukrainerin Bilukin mit ihrer russischen Partnerin Saisa Pachkaleva mit dem Titel eines internationalen deutschen Jungmeisters im Juniorinnen-Doppel. In einem spannenden, die Nerven nicht gerade schonenden Match bezwangen sie die italienisch-bulgarische Paarung Martina Bagdianti und Daniela Dimitrova knapp mit 7-6, 6-4. Es waren sehenswerte Finals.